Ja, hallo, herzlich willkommen beim Live-Wine Talk à la Mode. Heute mit dem Weingut von Höfel. Vielen Dank für alle Teilnehmer, die da sind, alle, die unserer Einladung gefolgt sind. Ein paar waren gestern schon dabei oder vorhin, ein paar sind noch neu hier. Es ist so, dass ihr, wenn ihr mit dem Max sprechen wollt, dem Max Fragen stellen wollt, ihr das gerne über den Chat tun könnt und ich moderiere dann die Fragen an den Max. Ganz, ganz kurz möchte ich noch mal darauf eingehen, wer euch eigentlich eingeladen hat. Wir gehören alle zur Winzergruppe MOD. MOD ist eine Abkürzung für Modern, kommt aus dem Amerikanischen. Wir sind eine ganz, ganz neue Winzergruppe aus fast allen deutschen Anbaugebieten. Und MOD ist eine Abkürzung für New Age und ein Synonym für State of the Art. Und das, was unsere Betriebe produzieren und von was sie alle sich heute überzeugen können, ist, dass die Weine wirklich, wirklich State of the Art sind. Und modern ist der Ansatz unserer gemeinsamen Marktbearbeitung. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute einen unserer Betriebe näher kennenlernen könnt. Ich gebe das Wort an Max von Kuno vom Weingut von Höfel an der Saar. Lieber Max, vielen, vielen Dank. Ich gebe das Wort an dich. Ja, liebe Jenny, liebe Zugucker hier bei unserem Online-Tasting. Wir sind hier heute zu Gast im Weingut Margaretenhof in Eil. Unsere Kollegen haben uns netterweise hier ihr Fernsehstudio zur Verfügung gestellt und wir sind ganz, ganz froh, dass ihr alle heute dabei seid, um mehr zu erfahren über das Weingut von Höfel in Oberemmeln an der Saar und auch über uns, über die Familie von Kuno und über dieses tolle Gebiet, wo wir hier Weine produzieren dürfen. Ja, ich hoffe, ihr habt auch alle die Weine da vor euch stehen. Und wir fangen dann auch schon mit dem ersten Wein an. Wir fangen an mit dem Riesling Trocken 2018. Hat den jeder von euch da? Ganz sicher. Aufzumachen Ah. ist recht einfach. Wir machen ihn einmal auf. Es macht schon Klack. Dann holen wir unser Glas. Ich habe hier unser Sophienwaldglas von unserem Glaspartner mit dabei. Und dann schauen wir mal. Also, das Weingut von Höfel ist ein altes, traditionelles Weingut. Uns gibt es schon sehr, sehr lange. Es ist eigentlich eines der ältesten deutschen Weinbaubetriebe überhaupt. Seit 1803 in Familienbesitz. Ich bin die siebte Generation, die diesen Weingut leiten darf. Es ist so, wir sind ein altes, traditionelles Riesling-Weingut. An der Saar und die Saar ist weltberühmt für ihre Rieslinge. Was ist so besonders an einem Saarriesling? Das Klima an der Saar ist einfach für Riesling Weltklasse. Wir haben Weltklasse Lagen. Wir haben hier Unbedingt. Hochschieferlagen und dieser Wein hier, riecht man mal am Glas, dann hat man schon einen tollen Kräuterduft. Es erinnert auch nicht an Vollreife, sondern eher an Kühle. Dann probieren wir mal. Es ist Leichtigkeit und es ist Filigranität. Das Max. Anbau ist ein eher kälteres Anbau. Und dieser Wein hat auch nur 11,5 Volumenprozent Alkohol. Sensationell. Ja, ich glaube, Max, damit mit dieser Stilistik, mit dieser Art, wie ihr Wein macht, auch mit den niedrigen Alkoholwerten, die ihr schafft zu erzielen, weil hier, wie du gerade gesagt hast, an der Saar auch noch ein richtiges Cool Climate, ja, Weingebiet seid. Ich glaube, damit trefft ihr den Zeitgeist par excellence, ja, weil es geht immer mehr drum, leichtere, filigranere Weine, die nicht so schwer im Alkohol sind, von denen man auch leicht mal ein zweites, drittes Glas genießen kann, ja. Darum geht es immer mehr in der heutigen Welt und ich glaube, damit,
habt ihr auch ein Alleinstellungsmerkmal oder wirklich ein USP, ja, der sehr, sehr viele Kunden ansprechen wird. Ja. Und das wird immer mehr, gerade mit dem Klimawandel, natürlich immer mehr zum Thema, ja, dass die Weine nicht so breit, nicht so fett werden. Ja. Also bis hier wäre vor einigen Jahren noch ein Kabinett trocken gewesen. Wir sind ja auch Mitglied im Verband der deutschen Prädikatsweingüter und wir dürfen keine trockenen Kabinette mehr anbieten. Deshalb, es steht Qualitätswein hier drauf, aber es sind nicht angereicherte Weine. Das hier ist jetzt so ein Wein, der die Trauben waren schon reif, aber eben nicht überreif und man dieses Kräutrige, dieser Geschmack, dieses leicht in Tee-Aromatik schon hineingehende, das kommt halt einfach, dass wir den Lesezeitpunkt bewusst so gewählt haben. Wir wollen nicht zu viel Kraft bei dem Wein, wir wollen Leichtigkeit hier haben und es ist ein Wein, der auch immens gut passt zu so Sachen, wenn wir über Geflügel sprechen, aber auch von der Würzung an Salz und Pfeffer denken. Aber das passt auch sehr gut zu einem leichten Frühlingssalat. Das sind halt einfach Weine, die man halt auch so gut trinken kann. Und die Argumente in der Gastronomie liegen hier auf der Hand. Es ist ein Wein mit 11,5 Volumenprozent Alkohol und er sättigt nicht. Nein, er macht Lust auf einen Schluck mehr. Und man schmeckt auch wirklich die Kühle darin. Und man muss auch sagen, bei uns, die Böden sind geprägt vom Devon-Schiefer, aber auch vom Quarzit. Diese Schärfe, die auch in den Weinen drin ist, mit diesem Kräutrigen, das ist sehr, sehr typisch für unseren Betrieb. Ja, sind denn schon Fragen zu dem Wein hier da? Ja, ich habe auch gerade in die Runde gefragt, wie die Teilnehmer denn den Wein empfinden. Der Thomas Behrens schreibt gerade noch. vielleicht gedulden wir uns noch einen Moment. Mir gefällt diese kühle, diese kräutrige Stilistik sehr gut. Der Thomas Behrens fragt nochmal, ob denn der Devon Schiefer typisch für die Saar sei. Ja, ist absolut typisch für die Saar. Von den Böden her an der Saar ist der Devon Schiefer in den Spitzenlagen das, was am meisten vorkommt. Gerade im Seitental in Oberemmel, was geografisch als das Konzerthältchen bezeichnet wird, hat man den Dämonenschiefer viel mit Quarzit. Wir haben eine Lage, wo auch Diabas vorkommt. Diabas ist ein Vulkangestein, aber es ist eine Besonderheit. In der Hauptsache ist es diese Dämonenschiefer-Geschichte. Der Andrea wollte gerne wissen, wie viel Hektar du bewirtschaftest. Wir bewirtschaften um die 21 Hektar Rebfläche. Das sind in der Hauptsache Steillagen und auch Steilstlagen an der Saar. Wir haben weltberühmte Lagen, wir haben 2,85 Hektar Besitz im Schatzhofberg. Das dürfte allen ein Begriff sein, ne? Benannt ist und da werden wir später auch noch einen tollen Wein von probieren dürfen. Wir haben auch eine Zweilagen im Alleinbesitz, einmal den Kanzimer Hörecker, das ist das Herzstück Kanzimer Altenbergs. Und dann haben wir die Oberemmler Hütte, das ist 5 Hektar auch im Alleinbesitz. Auch eine südausgerichtete Steillage, die Schwesterlage des Schatzhofbergs. Der Markus möchte gerne wissen, welche Entwicklung dieser Saarriesling hat. Das ist eine sehr gute Frage, welche Entwicklung er hat. Man muss einmal sehen, er hat Schraubverschluss. Klar, ob jetzt Kork oder Schraubverschluss, es ist schon so, dass gerade am Anfang die Entwicklung bei Weinen mit Schraubverschluss, diese Erfahrung haben wir inzwischen, nicht so stark ist wie beim Kork. Aber dann kommt die Entwicklung. Das ist ein Wein, der wirklich 10 Jahre haltbar ist. Man muss eines wissen, die Saarweine, das sind die Weine in Deutschland mit dem niedrigsten pH-Wert. Wir haben hier lauter Fachleute im Publikum, die wissen auch, was das bedeutet. Wir reden hier von einem pH-Wert
von 2,8 und wir reden von einer Kur von etwa 8,5. Und das sind Faktoren, die natürlich für die Lagerung sehr ausschlaggebend ist. Aber was auch ausschlaggebend ist, ist, wie ist der Wein produziert? Der Wein mit Spontangärung. Ja, das wollte der Thomas gerade wissen. Behrens, danke, dass du es gerade vorwegnimmst. Also er ist spontan vergoren, ja, ne? Ja, riecht man auch schon. Das ist ein bisschen wilde drin. Aber man muss sich auch immer fragen, was ist Spontangärung überhaupt? Also bei uns ist es natürlich so, wir ernten die meisten Trauben per Handlese, nicht alle, aber diese Weine, die wir hier probieren, sind alle handgelesen. Und es ist so, dass die Maische bei uns nicht mit Schwefel behandelt wird und dadurch die nichtsacharomyzen Hefen aus dem Weinberg auch wirklich erhalten bleiben. Jeder weiß, dass bei einem Alkoholgehalt von etwa 3,5%, die dann fast alle kaputt gehen, die Nichtsacharomyzen-Hefen, und es setzt sich eine kellereigene Hefe durch. Was wir machen, ist das Verfahren Pied de Cuve. Wir machen von Gebinde zu Gebinde, gärenden Gebinde, geben wir, wenn die nicht direkt nach 2 Tagen gären, Wein bei, um die eigene Hefe im Keller weiter von Fass zu Fass zu vermehren. So bekommt man auch einen richtigen roten Faden, eine Stilistik in den Jahrgang rein. Diese Stilistik wird gerade von den Teilnehmern hochgelobt. Aaron schreibt, super frische, balanciert und saftig. Der Andrea schreibt, der Wein entspricht absolut der Typizität der Saar, sehr gelungen, elegant, Frucht, Kräuter, unprätentiös, aber sehr fein. Ja, also der Weg. Das ist das, was wir auch haben wollen. Ja? Mhm. Wir, wenn man mich kennt, ich bin auch nicht der Aal, ich bin einer mit Ecken und Kanten und so sind auch die Weine. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die Handschrift auch von uns absolut erkennbar ist und nicht nur von mir selber, sondern von dem ganzen Team und auch von dem Gebiet Saar. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja. Ich bin sehr, sehr stolz, ein Kind der Saar zu sein und ich bin sehr, sehr stolz auf diese gemeinschaftliche Leistung der Saarwinzer. Und ihr seht ja auch beim befreundeten Betrieb hier, wir filmen hier, das ist was ganz Besonderes, wie man hier an der Saar zusammenarbeitet. Da sind wir sehr stolz drauf, ja. Markus möchte gerade noch hören, ich weiß nicht, ob du es gerade schon gesagt hast, ob der Ausbau ausschließlich im Fass vorgenommen wurde. Habe ich noch nicht gesagt. Der Ausbau dieses Weines hier ist im Tank, im Edelstahltank. In der Hauptsache erfolgt, aber es sind, ich meine hier 20% im Holzfass vergoren. Für uns ist es sehr wichtig, dass auch ein solcher Wein, wo nicht nur 1000 Liter dahinter stehen, in verschiedenen Gebinden ausgebaut wird und danach vermehrt wird in einer Assemblage, weil das ist, macht den Wein auch noch viel vielschichtiger. Und ich sag mal, was ihr alle merkt, dass dieser Wein für einen Gutswein schon sehr viel Vielschichtigkeit hat. Deshalb eignet er sich auch sehr gut als Glaswein in der Spitzengastronomie, ereignet sich auch sehr gut als Start in einem besonders schönen Abend. Das ist genau das, was wir haben wollen. Und für uns ist es sehr wichtig, dass die Gutsweine schon ein sehr hohes Niveau haben. Und wir haben unsere Weinbergsflächen auch erweitert, dass wir eben keine Trauben zukaufen müssen. Traubenzukauf ist für mich ein Tabuthema, weil wir werden niemals diese Trauben kaufen können, die wir haben wollen, weil 80% der Qualität entsteht im Weinberg. Und die letzten 20% im Keller, das ist die Erhaltung der Qualität. Und diese Erhaltung ist eine hohe Kunst. Und das ist unsere Philosophie, wie wir arbeiten. Genau. Und ich glaube, wir werden uns im Laufe des Abends noch überzeugen können, dass euch das auch wunderbar gelingt. Die Karin bemängelt noch, dass das größte Manko an diesem Wein sei, dass die Flasche einfach zu klein ist.
Verständlich. Ja, vielen Dank, liebe Karin. Das ist, wenn ihr jemanden mal fragen wollt, wie man gut von Löffelweine zum Essen einsetzen kann. Karin war Sommeliere im Restaurant Schanz in Peaceport, einem unserer Lieblingsrestaurants von meiner Frau und mir. Und die haben über 30 Sorten von uns auf der Karte und auch eine Jahrgangstiefe. Und ich kann mit Sicherheit euch auch bestätigen, dass man das prima zum Essen einsetzen kann und dass diese Weine trinkig sind. Und das ist das auch, was Fachleute, ob das Hugh Johnson oder Michael Portband oder egal wer, sagen, das Besondere an den von Höfelweinen seit Jahrzehnten ist die Trinkigkeit, ja? Dass sie einen Einfluss haben. Und das brauchen wir doch heute in dieser Krise. Leute, die auch viel Wein dann in der Gastronomie trinken, dass man auch wieder Gewinne machen kann. Ja. Da hast du ganz, ganz recht. Du hast gerade die Krise angesprochen. Der Andrea schreibt hier, ich hatte im Juli eine Weinreise an die Mosel organisiert und der Besuch bei von Höfel war im Programm wegen Corona abgesagt. Ja. Max, ich bin mir sicher, da wenn der Andrea sich an dich wendet, dann könnt ihr, wenn das alles wieder ein bisschen anders gehandhabt wird, sicher noch mal was organisieren, oder? Ja, auch das Tolle ist, euch auch sagen zu können, dass wir seit Mittwoch wieder bei uns offiziell Gäste begrüßen dürfen. Und ihr seid alle recht herzlich eingeladen an die Saarkom. Bitte meldet euch vorher an. Das ist jetzt auch Bedingung. Das war aber auch vorher Bedingung für uns. Für uns ist das immer, wenn wir uns auch vorbereiten können auf euch, was ganz Tolles. Und für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Ich möchte auch persönlich mit anwesend sein und ich möchte euch den Betrieb zeigen und auch, wo wir dort leben. Jenny hat das gerade eben angesprochen. Also das Besondere bei uns im Betrieb ist, wir leben auf einem historischen Gut, was ursprünglich ein Kloster war. Bevor es ein Kloster war, war es eine alte Burg eines fränkischen Königs. Yay! Und das ist wirklich ein lebendiges Museum. Und es ist eine große Herausforderung, in einem solchen lebendigen Museum zu leben und auch eine Herausforderung, die wir uns stellen, aber wir leben das und wir sind sehr froh, in diesem Weingut Wein machen zu dürfen und auch diesen alten Holzfasskeller nutzen zu dürfen. Und da haben wir jetzt auch der nächste Wein, den ich präsentieren darf, der Schadzuchberger Große Lage, der kommt aus diesem alten Holzfasskeller und ja, Schadzuchberger, einer der bekanntesten Weinberge der Welt. Max, darf ich dich noch, bevor du auf den Schadzuchberger eingehst, wollte der Markus gerne zum Wein der davor noch mal wissen, das Alter der Rebstöcke. Aber vielleicht kannst du das auch gerade noch mal generell bei euch erzählen, ja? Ja, also von dem ersten Wein, Alter der Rebstöcke im Durchschnitt 25 Jahre, der Durchschnitt alle unsere Rebstöcke ist so circa 30 Jahre. Wir haben unheimlich alte Weinberge. Wir haben auch einen der ältesten Weinberge des Gebietes, einen 120 Jahre alten Weinberg, das ist der Höhecker. Sind nicht mehr viele Trauben dran, aber der Wein schmeckt einfach genial. Ja, das ist ja viel wichtiger wie große Mengen, aber man muss auch von irgendwas leben. Deshalb hat man ja auch Gutsweine im Sortiment und die sind auch sehr gut, wie wir schmecken konnten. Und jetzt kommen wir dann zu dem Schadzuchberger Große Lage. Der kommt aus einem Weinberg mit 45 Jahre alten Reben. Wahnsinn. Dann schenken wir den mal ein. Die Lage Schadzuchberger ist natürlich allen ein Begriff, ja. Magst du trotzdem mal ein bisschen was dazu ausführen, was so das, die Lage besonders einmalig macht? Ja, das Einmalige ist, haben wir eigentlich zu verdanken, alten Herren. Das ist einmal der alte Egon Müller Senior, es ist mein Großvater Friedrich von Kuno, es ist der alte Gutsverwalter von Kesselstadt, Herr Eses.
die verhindert haben bei der Flurbereinigung, dass die Bodenstruktur dieses großartigen Weinbergs kaputt gemacht wurde. Sie haben dort eine Flurbereinigung gemacht, wie man sie heute auch machen würde. Es wurden drei Wege reingeschoben und der Boden wurde in seiner Struktur so erhalten. Man hat gesagt, das mit dem Boden macht jeder Betrieb für sich, so wie er es für richtig hält. Und das Großartige am Schatzhofberg ist auch, dort gibt es halt sehr, sehr gute Winzer. Und wir sind halt auch sehr froh mit unserem Nachbar Egon Müller. Die Familie Egon Müller und unsere Familie sind seit Jahrhunderten befreundet miteinander. Man lebt gemeinsam an der Saar, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist, trinkt man mal ein Glas Wein und dann ist das alles wieder gut. Wir sind so eng befreundet, dass wenn einer zum Beispiel gestern hat die Kapselmaschine beim Egon Müller nicht funktioniert, dann kamen die zu uns, haben geguckt, ob woran es liegt. Und dann konnte ich Ihnen auch in 3 Minuten einen Tipp geben. Und so helfen wir uns sehr eng, gegenseitig. Genauso mit dem Weingetreisker von Kesselstadt tauschen wir uns sehr eng miteinander aus. Und das Besondere ist diese Wasserführung auch dieses Weinbergs. Wir haben unzählige Wasseradern, die durch diesen Weinberg führen. Und auch in sehr trockenen Jahren passiert die ganze Zeit dort ein ausgeglichenes Wachstum, eine ausgeglichene Mineralisation. Und das ist wirklich etwas Einmaliges. Und dann auch diese Kühle im Herbst, in der Reifephase, in der Saisonphase, das macht den Wein wirklich aus dem Schatzhofberg zu was ganz Besonderem. Aber ihr werdet ja alle, wir riechen doch einfach mal gemeinsam in den Wein rein. Jawohl. Und was macht den, was ist geschmacklich so besonders an diesem Wein? Gleich hinten diese Salzigkeit, dieses Grapefrucht, dieses Cassis. Ja, und das ist schon so ein Monument. Und die Weine, die richtig gemacht sind, die zum richtigen Zeitpunkt dort gelesen sind, das sind Monumente. Das ist Weinkunstwerk und das ist, was den Schatzhofberg auch so besonders macht, das sind Weine mit sehr, sehr viel Alterungspotenzial. Wie lange, glaubst du, kann man jetzt den liegen lassen noch? Oder wann? Das sind 22 Jahre und Schatzhofberger große Lage. Also das ist nicht ganz trocken, 14 Gramm Restzucker, saartrocken. Das Tolle ist, wenn der reift, dieser Wein, in 3-4 Jahren schon, das hier einzusetzen mit verschiedenen Gerichten, die individuell sind, wie dieser Wein. Auch was mit Röstaromatik, zum Beispiel, ich hatte mal das Glück mit meiner Frau bei Christian Bau, was ganz besonders zu essen, und zwar gegrillt, das hier würde ich zu gegrillten Spargel mit Hollandaise empfehlen, das ist sensationell, mit diesen Röstaromen und das trägt richtig das, das ist sowieso. Diese Weine hier sind absolut zu individuellen Gerichten wunderbar einsetzbar. Das hier passt auch zur Jakobsmuschel sehr, sehr gut, je nachdem, wie sie gemacht ist. Und wenn wir über Küche sprechen, wo man viel auch mit frischen, tollen Kräutern arbeitet, das passt eigentlich fast immer. Max, du bist ein super Genießer und auch ein sehr kulinarischer Mensch. Und hier zergeht schon allen das Wasser im Munde. Im Chat überkommt es gerade alle mit hohem Lob für den Wein. Der Jörg schreibt, das ist ein klarer Referenzwein, toll. Thomas Behrens schreibt, schöner Schmelz, wunderbar. Markus lobt das Top-Süß-Säure-Spiel. Also ganz, ganz viele Standing Ovations für diesen Wein, ja. Die Nina schreibt, sehr konzentriert und komplex, hat viel Power. Der Andrea wird gern noch wissen, wie viel Restzucker hier vorherrscht. So um die 14 Gramm Restzucker, hatte ich eben auch schon erwähnt. Und die schmeckt man eben nicht.
Man schmeckt den Alkohol ja nicht. Das ist ein absolut untypischer Wein für uns. Es ist 13 Blumenprozent Alkohol. Sowas will ich eigentlich nicht. Aber das war halt der Jahrgang 2018. Und wenn ihr so die einzelnen Kritiken gelesen habt, ich will jetzt hier nicht auf Punkte oder so, das ist auch teilweise Käse. Das ist ein Wein, der sehr, sehr hoch bepunktet worden ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Vinum nehmen, Vinum-Leute haben inzwischen diese Weine verstanden, am Anfang nicht so. Was mir ganz wichtig ist, heute noch hier herauszustellen, ist, ich bin ein Winzer, der will nicht jedes Jahr den absolut selben Stil von Wein machen. Ich möchte jedes Jahr den Jahrgang rausholen. Wie schmeckt der Jahrgang? Ja? Und 2018 war einfach auch Power da. Mhm. 2018 hat auch besonders viel Spaß mir gemacht, weil 2018 ist im Herbst unsere Tochter Lilly zur Welt gekommen, am 26.09. Und das war für mich natürlich so viel Motivation, kann man sonst nicht bekommen, weil ich will ja, dass wenn die ihren 30. Geburtstag feiert, dass sie dann sagt, Papa, du hast aber damals einen guten Jahrgang gemacht für mich. Ja. Deswegen auch haben einige Weine für sie zurückgelegt und ich meine, die kann da aus dem Vollen schöpfen. Die hat von jedem Wein zwei Doppel-Magnum-Flaschen, von einem nicht, weil einer für eine Benefizversteigerung ist eine Doppel-Magnum-Flasche weggegangen, sonst Magnum für die Lilly. Und ja, das ist einfach, mir macht es halt auch Spaß. Ich sag mal, unsere Weine versteht man auch erst, wenn man die über Jahre begleitet hat. Weil unsere Weine brauchen enorm viel Zeit. Wenn man sie mit Weingütern vergleichen kann, ich meine, das Weingut Johann Josef Prüm ist wesentlich bekannter wie unseres Weingut. Aber wir haben eine sehr, sehr ähnliche Betriebsphilosophie und Denkweise, dass man wirklich den Jahrgang schmeckend machen will mit möglichst gesundem Lesegut und in der Mitte mit Botrytis arbeiten will. Und wir sind auch zertifiziert Fair and Green. Wir seit dem Jahrgang 2010, seitdem ich es übernommen habe, keine Herbizide mehr. Mein Vater hat auch seine ersten 20 Jahre ohne Herbizide gearbeitet, dann hat er wieder damit angefangen. Und ich habe gesagt, wenn ich den Betrieb übernehme, keine Herbizide. Es geht um Bodenleben. Es geht einfach darum, ich sag mal, diese Diskussion Bio oder nicht Bio, es geht einfach darum, ich brauche einen lebendigen Boden. Und ein lebendiger Boden bringt mir vorrangige Trauben, wenn ich auch im Pflanzenschutz alles richtig mache. Und ich muss gucken, dass ich meine toxische Bilanz im Griff habe im Betrieb, im Weinbau, und dass ich im Keller möglichst wenig einsetze, dieses kontrollierte Nichtstun. Dann bekommt man solche Weine wie diesen Wein hier hin. Kostet als Winzer viele Nerven. Aber das Resultat, das ist einfach ein langlebiger, zeitloser Wein. Dieser Wein hier, das hat auch Stuart Pickett schon ein paar Mal zu mir gesagt, er sagt oft zu mir, Max, du machst Weine wie in den 50ern. Ja, genau das ist das, was ich auch machen will. Mein Ziel, es sind zeitlose Weine. Und schnörkelt es, keine Aromaenzyme, keine Pack my fingers, when I do it. Ja? Ja. Es ist auf gut Deutsch, es sollen einfach authentische Weine sein, wie es eben richtig erkannt ist, Saar Riesling. Richtig typisch. Und dafür stehen wir. Ja, Max, diese Authentizität und diese Qualität, von der du hier sprichst und dieses Bestreben, das können hier auch alle nachvollziehen. Speziell das Thema Power, von dem du sprachst in dem Jahrgang. Der Thomas Behrens hat geschrieben, dass ihm die Cremigkeit überzeugt, die ist genial, ja. Der Aaron schreibt, es hat was Herzhaftes, wahnsinnig konzentriert und komplex, ja. Auch der Andrea weiß das sehr zu loben, sagt salzig, cremig, fruchtig, mit Schmelz und einer schönen Textur, mundfüllend mit einer sehr eleganten Säure, Mamma Mia, ja. Also hier geht's richtig ab, richtig
viel Applaus für deine Philosophie und dein Qualitätsbestreben, dass du auch eben den Wein transportierst. Es wird noch gefragt, wo du den Unterschied vom Schatzhofberg und wie du den Unterschied zum Schatzhofberg und Höreker beschreiben würdest. Also Höreker ist der Boden, ist auch die Bodenschiefer, weil es viel eisenhaltiger. Und das ist überhaupt, der Kanzler Altenberg, das ist, ich sag mal, der Höreker ist ein Wein mit vielen verschiedenen Strukturen, Facetten, Bodenhaftung. Schatzhofberg auch viel Bodenhaftung. Schatzhofberg, das sind mehr diese salzigen Klassiker. Mhm. Und Höreker ist eine wärmere Lage, in manchen warmen Lagen schon fast an die Mosel, Mittelmosel steckbar, aber nicht ganz, weil der pH-Wert immer niedriger ist. Die Säure, auch wenn sie niedriger ist im Höreker, wirkt komplett anders wie eine Säure aus der Wehlener Sonnenuhr. Und das ist ja auch das Besondere an dem Gesamtgebiet Mosel, dass es sowas von authentische Meisterwerke sind, die man sonst in dieser filigranen und leichten Art nirgendwo auf der Welt so produzieren kann. Und deshalb sind wir hier Winzer an der Saar. Ja, Max, man spürt, dass dein Herz voll für die Saar schlägt und du bist auch ein ganz, ganz klarer, Heimatbotschafter für deine Region und hast viel Kontakt zu Winzerkollegen und siehst dich, glaube ich, aber auch als Winzer nicht nur in der Verantwortung für die Landwirtschaft, sondern auch in der sozialen Verantwortung, ja? Und bist deswegen unter anderem auch bei Fair and Green engagiert, ja? Weil das ein sehr ganzheitliches Konzept ist, wie ich weiß. Der Ulrich möchte gerne wissen, worin der Unterschied besteht oder die Hauptunterschiede sind von Fair and Green zu Bio. Ja, also klassischer, zertifizierter Bio-Weinbau ist zum Beispiel, wenn wir jetzt Label nehmen, Öko-Wein, Bioland, da gibt es hervorragende Kollegen, die da Exzellentes leisten und machen. Aber wenn wir jetzt nur die Richtlinien sehen, dann ist es Bio ist rein bezogen ja zunächst mal auf den Weinbau. Es gibt auch inzwischen Bio-Richtlinien im Keller. Die sind aber längst nicht so weitgehend und greifend wie bei Fair & Green. Fair & Green ist ein Nachhaltigkeitslabel, was am Anfang gar nicht so verständlich ist. Wenn man mal tiefer blickt, dann versteht man das erst. Weil Fair and Green eine Betriebsentwicklung darstellt. Das heißt, Fair and Green ist etwas, auch eine Beratung, wie ich als Betrieb die Nachhaltigkeit in sämtlichen Bereichen besser einsetzen kann. Das bedeutet, bei uns spezifisch im Betrieb, was mir immer schon wichtig war und mir immer wichtiger wird, sind da Hecken um den Weinberg drumherum. Ist da Leben um den Weinberg drumherum. Und wer schon mal mit uns in der Oberemmler Hütte war, das ist ein echtes Biotop. Dort leben sogar Luchse, dort leben Füchse, dort leben Rehe, dort leben auch leider manchmal Wildschweine und Hirsche, die uns Trauben fressen. Und aber das ist, wenn man das wirklich bei uns sieht, dann sieht man auch, dass das lebendig ist. Und der Unterschied zu Bio ist einfach der, dass wir auch systemische Mittel bei der Blüte einsetzen können, müssen aber eine toxische Bilanz machen. Und das ist halt im biologischen Weinbau nicht einsetzbar. Ich habe einen Kollegen, der Clemens Busch, der auch biodynamischer Winzer ist, der ist auch bei Fair & Green, weil er sagt, Fair & Green geht in manchen Punkten noch tiefer und ernsthafter in dieses Thema und das ist eine so ernsthafte Sache, dass man wirklich dort sehr, sehr viel allgemein im Weinbau für Deutschland erreichen kann. Und je länger wir uns damit beschäftigen, desto mehr sind wir auch davon überzeugt.
Genau. Reden wir doch nochmal über Wein. Ja, da will gerade noch der Markus gerne wissen, wie entwickelt sich Weißburgunder an der Saar? Tolle Frage. Mein Vater war der zweite Winzer an der Saar, der Weißburgunder angebaut hat. Und ich habe wieder damit angefangen. Im Jahr 2015. Und lieber Markus, du bist herzlich eingeladen zu uns ins Weingut. Wir haben einen ganz tollen trockenen Weißburgunder mit 30 Hektoliter Ertrag. Jetzt ohne Quatsch, Weißburgunder an der Saar mit niedrigem Ertrag und im Holzfass ausgebaut, spontan vergoren. Das ist schon ein bisschen burgundisch, muss ich zugeben, aber es ist saartypisch ohne Ende, weil es viel mehr Säure hat. Bei uns auch kein biologischer Säureabbau. Musst du einfach mal probieren. Und wir haben da auch noch so einen einfachen Weißburgunder. Mhm. In der Gastronomie läuft ohne Ende. Jenny, du kennst den auch, den bestellen selbst Weinhändler bei uns. Das ist so Trinket, ja, kann man Umsatz mitmachen. Und Weißburgunder passt an die Saar auch natürlich hin, aber Fokus bleibt bei uns immer im Riesling und ist rein als Ergänzung zu sehen. Und wir machen ja noch gerne Cremant und Sekt und da ist Weißburgunder auch als Grundwein genial einsetzbar. Mhm. Was hat euer Praktikant gerade gesagt? Ich kenne die Story zufällig, als es um die Füllproben ging für den Weißburgunder. Für den einfachen, der in der Gastronomie gut läuft. Ich glaube, er hat gesagt, es ist besser als das, was er aus Italien kennt. Ja. Ja. Dieser unaussprechliche Name fängt irgendwie mit L an. Ja, also auf gut Deutsch, Leute, es gibt in Deutschland so viele gute Weine und es gibt auch gutes Easy-Drinking-Zeug, auch von guten Betrieben und man muss nicht unbedingt ja, irgendwo hingreifen. Sag mal, ich will jetzt hier nichts Schlechtes reden über unsere Kollegen in Italien, Frankreich oder sonst was. Ich liebe selber die tollen Burgunderweine und alles gehört irgendwo zusammen und jedes hat seine Vorzüge. Aber wir können hier in Deutschland schon vieles machen. Und was ich hier heute auch noch auf den Weg bringen wollte, ist einfach, dass, ich sag mal, die Saarweine sind einfach noch zu wenig präsent, auch die Moselweine in der Gastronomie Deutschland. Wir haben momentan einen Riesenwandel. Und die Leute verstehen immer mehr, wie wichtig es ist, regionale Erzeugnisse noch mehr in den Fokus zu schieben. Und da haben wir jetzt genau das Richtige. Das Hütte Riesling Kabinett. Und da belohnen wir uns jetzt mal alle. Das ist wirklich, da macht jetzt jeder die Flasche danach leer. Das ist nur 7,5 Volumenprozent Alkohol. Stark. Und ich kann mich gut daran erinnern, noch vor 15 Jahren haben viele gesagt, ach, Kabinett viel zu süß zum Essen. Mhm. Heute ist eine Selbstverständlichkeit, Kabinett eine Allzweckwaffe. Ja? Das ist wirklich, wenn ich meine lieben Freunde, Winzerkollegen in Österreich besuche, nach einer dollen Rotweinprobe, nach dem 9. Rotwein, müssen wir einfach mal Pause machen. Ja, da geht ja nicht. Dann trinkst du ein Kabinett. Dann geht es wieder. Und dann ist alles wieder sauber gespült. Ja. Ja, Max, ich bin sehr dankbar, dass du den Wein heute dabei bist, weil du und dein Weingut für mich auch ganz klar zu den Betrieben gehören, wo man sagen muss, ihr steht für die Renaissance des Kabinett. Ja. Für eine neue Wahrnehmung von diesen genialen Weinen. Vielen, vielen Dank. Ich bin selber großer Fan von Kabinett, weil man ihn auch so vielfältig einsetzen kann, auch gerade als Speisebegleiter. Absolut. Es ist ein genialer Wein zur asiatischen Küche, wenn wir über Schärfe sprechen, ja? Mhm.
Kimia-Arzt. Gereifte Kabinette, gereifte Spätlesen, gereifte Auslesen. Ihr seid ja die Experten. Ihr kennt dann die Weine als Sommeliers oder als Weinfachhändler oder als Weinberater. Und ihr probiert die Weine. Und ihr sagt, der Wein ist in der Entwicklung. Ihr kennt das Gericht. Und dann könnt ihr diese Weine so genial zum Essen einbringen. Eine Magdalena Brandstätter, eine Nina Mann, ja, das sind für mich Sommelieren, die das beherrschen, diesen Einsatz zu diesen Weinen, ja. Das ist einfach, dann kann man in einer Menübegleitung Leute auch öffnen, die sagen, ich trinke keinen süßen Wein, ja. Für mich ist alleine dieser Begriff restsüßer Kabinett oder lieblicher Kabinett, er ist fürchterlich. Es geht hier um feinfruchtige, elegante, filigrane Weine, ja, die man hervorragend zum Essen einsetzen kann, auch vor dem Essen und nach dem Essen. Und man kann mit Kabinett auch feiern. Man kann Kabinett auch einsetzen zum Empfang. Wenn jemand sagt, er trinkt nicht gerne Sekt, ist eine super Sache. Und Kabinett, da werden jetzt die nächsten Fragen kommen, wie lange kann man sowas hier reifen lassen. Wenn ihr einen richtigen Keller habt, ist das hier 60 Jahre kein Problem. Richtig genial schmeckt dieser Wein hier nach 5, 8, 9 Jahren. Gebe ich dir recht, ja. Der Thomas Behrens sagt auch, Mensch, morgen gibt es den Wein bei uns zum roten Thai-Curry. Und der Markus, der übrigens, und das muss man mal erwähnen, heute aus London zuschaut. Ja? Gut, dass dein Paket angekommen ist. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, in London funktioniert das nicht immer mit den Boten, wie du mit Sicherheit weißt. Genau, der bewundert die 7,5% Alkohol und sagt, das ist in der Form so einfach unerreichbar. Danke. Aber ich möchte jetzt auch noch mal geschmacklicher Unterschied der Weine aus der Hütte und aus dem Schatzenberg was sagen. Schatzenberg hat mehr Blut, Orange, Cremefrucht, Salzigkeit, Mineralität. Hütte, auch Mineralität vorhanden, ja, dezenter aber. Und dann mehr exotische Frucht, Passionsfrucht, aber auch Kräuter. Und Kräuter sehr dezent. Und es gibt eine Pflanze, die in der Hütte viel, viel vorkommt, wo ich der Meinung bin, dass das von den Trauben auch mit aufgenommen wird. Das ist Kamille. Wir haben dort wilde Kamille. Ja, manchmal bin ich ja auch ein bisschen nervöser Mensch. Ich denke mal, es wäre mir vielleicht mal ratsam, mit meiner Tochter, meiner Frau demnächst dort Kamillentee zu pflücken und euch allen auch ein bisschen was davon zu schicken. Weil dort ja ohne Herbizide und so weiter und ohne Pestizide und Akazizide gearbeitet wird, sind das natürlich auch Kräuter, die man dann für Teeauszüge und so benutzen kann. Machen wir übrigens auch im Betrieb, dass wir selber Auszüge von Brennnesseln und so nehmen, für unsere Pflanzen widerstandsfähiger zu machen. Sehr, sehr cool. Das mit den Pflanzen, die da wachsen, wo du sagst, dass du das Gefühl hast, dass das so ein bisschen, also die Vegetation ringsum auch in den Geschmack des Weins mit übergeht, finde ich interessant, erlebe ich selber auch immer wieder. Hier schwärmt gerade unser Publikum noch über das Thema Kabinett zu asiatischer Küche. Der Aaron schreibt, dass er den Wein heute Abend mit Kokoscurry. Genial. Gerne genießen wird noch. Als Tipp, wenn er noch ein paar frische Kräuter im Garten hat, dann schmeckt es noch besser. Dann ist Ja, Mensch, Max, alle spüren, wie sehr du hier brennst für deine Sache, wie Feuer und Flamme du bist für deine Region, für deine Weine, für deine Philosophie, für die lange
Familientradition, die du hast, in deren Demut du auch arbeitest und lebst, ja. Ich lerne dich gerade so von Woche zu Woche besser kennen und weiß aber auch einfach, dass du ein sehr sozial engagierter Typ bist, ja. Und dass du einfach auch viele Projekte mit Kollegen und Freunden immer wieder aufziehst. Ja, sag mal, das bekannteste Projekt, was wir aufgezogen haben, das war Wurzelwerk. Das wird mit Sicherheit auch jeder von euch kennen, wo wir die Trauben aus Langenlois von Albin Jocic, vom Heiligenstein und dann von meinem Freund Johannes Hasselbach aus Nackenheim genommen haben und von uns. Ich bin dann irgendwann, weil ich so viele Projekte und jetzt auch irgendwann mal, dann habe ich ja auch eine Familie und eine Frau, auch Carina, wenn du hier zuguckst, grüßt. Carina wollte dich noch loben für das Mein Corona-Held-Projekt, das aktuell läuft. Ja, also mit dem Mein Corona-Held, das ist so eine Art Schnapsidee von uns gewesen. Was heißt Schnapsidee? Es ist so, die jetzige Zeit ist für uns alle keine einfache Zeit. Es ist eine schwierige Zeit. Aber es ist eine Zeit, die auch sehr, sehr viele Chancen hat und die auch zeigt, was für großartige Menschen es bei uns gibt. Und es gibt eine großartige Bevölkerung, Schicht, die anderen hilft. Das sind nicht gerade wenige, das sind unzählige. Und denen gilt es, Danke zu sagen. Und da haben wir ein Weinpaket auf den Weg gebracht mit dem Edeka-Markt, Aktivmarkt Krumm aus Oberemme, auch dieser regionale Bezug. Und für jedes Paket, was ihr da an Corona-Helden schickt, gibt es 2 Edeka-Tüten, werden gespendet an soziale Zwecke, an die Tafel in Konz. Und wenn dann so viele dazukommen, dass sie gut haben an anderen Tagen. Genau. Also die Carina hat auch gerade für alle, die sich noch dazu informieren wollen, mal den Link gerade in den Chat gepostet. Ja. Vielleicht wollen wir gerade noch ein bisschen mehr wieder zurück zu dem Kabinett noch gehen, ja, denn der beschäftigt hier die Teilnehmer auch noch weiterhin. Der Andrea möchte gerne wissen, wann der Kabinett gelesen wurde und lobt aber auch sehr dabei, dass es sich um einen super ausgeglichenen Wein handelt mit schönem Säure-Süße-Spiel, blumig und fruchtig zugleich, sehr, sehr gut, obwohl er selbst kein Verfechter von Kabinett ist. Bravo, sagt er. Ja, das ehrt mich ja besonders, dann wirst du jetzt ein Fan von Kabinett. Ja, es ist so, er hat eben gefragt nach dem Lesezeitpunkt. Mhm. Lesezeitpunkt, das ist was ganz Wichtiges beim Kabinett, weil die Trauben dürfen einfach keine Überreife haben. Und das war 2018 schon. Das war so 23., 24. September, ist das erste Mal dort lesen gegangen sind und dann Anfang Oktober den zweiten Teil. Und der Wein, die erste Partie von dem Wein hatte 13,5 Gramm Säure als Most gehabt. Wahnsinn. 2,5 Gramm Säure dort ausgefallen. Er hat 9 Säure, ohne dass was angesäuert worden ist. Das müssen wir auch nicht machen bei den niedrigen pH-Werten. Ansäuerung ist ja was, um den pH-Wert runterzusetzen. Mhm. Das ist halt immer die Devise, also seit ich habe 2010 das erste Mal die Verantwortung den gesamten Keller übernommen. Mein Vater hatte einen Schlaganfall gehabt. Ich war dann noch Weinbauberater in Luxemburg, habe parallel die Weinbauberatung gemacht und den Betrieb ein Jahr lang und bin dann Eigentümer 2011 von dem Betrieb geworden. Und 2010 hatten wir sehr hohe Säuren. Und wir haben einen Wein 2010 entsäuert, war ein großes Gewächs. Der Kellermeister von Egon Müller war damals önologischer Berater bei uns und er hat mich so lange bekniet, um zu sagen, komm, bei dem Scharzenberger, da holst du ihn von 13,5 Säure auf 12,5 Säure ein Gramm runter.
Es war auch kein Fehler, muss ich im Nachhinein sagen, was auch richtig gemacht war. Und anschließend, das ist jetzt nicht so, haben wir keinen Wein entsäuern müssen. Aber es gab Jahrgänge, da habe ich einfach viel weniger trockenen Wein gemacht, weil das einfach in dem Jahr nicht möglich gewesen wäre, ohne biologischen Säureabbau oder chemische Entsorgung zu arbeiten. Warum erzähle ich das hier? Für die Leute, die mich noch nicht kennen und die, die mich kennen, die wissen auch, ich bin so, ich bin ein sehr direkter Mensch und ich spreche einfach diese Themen auch sehr, sehr gerne an und so direkt sind auch absolut unsere Weine. Und wer die Weine nicht mag, der braucht sie nicht zu trinken. Es gibt so viele vielseitige und tolle Weine in Deutschland. Und ich weiß, dass bei diesen Weinen, nicht hier jetzt bei unserem Weißburgunder, den wir haben, das sind Weine, wo man einen gewissen Zugang für braucht. Aber ihr seid alle Fachleute genug. Es ist euer Beruf, eure Profession. Und ich weiß, dass ihr alle das auch an die Gäste bringen könnt. Und wir brauchen so Leute wie euch als Unterstützung. Und bitte besucht uns. Wir haben uns ja quasi hier, das ist wie eine Weinprobe. Ich fühle mich auch so, als ob ihr alle hier sitzen würdet. Um mich herum wäre auch noch viel schöner. Und die Zeit kommt auch wieder, wo wir alle wieder zusammensitzen können. Aber kommt doch einfach in Oberemmel vorbei. Lernt die Saar kennen, hier gibt es auch kulinarisch sehr viel Tolles zu erleben. Wir haben eine super Weinstube in Serrig bei dem Peter Adams, eine Saar-Vinothek, wo man auch von 29 verschiedenen Betrieben probieren kann. Die Saar ist eine Reise wert und ich bin stolz, einer der großen Botschafter der Saar zu sein und mit dafür verantwortlich zu sein, dass die Saar wieder da ist, wo sie ist. Auch sehr stolz, dass wir in Deutschland wieder angenommen werden und dass es möglich ist, ein Kabinett wieder auch in der Gastronomie und im Handel an die breite Masse der Weinliebhaber und Weinverrückten zu bringen. Lieber Max, das muss ich, also ich glaube, alle freuen sich über deine Einladung und auch über deine Herzlichkeit. Du hattest gerade von deinen Anfängen gesprochen, ja, und dabei auch Jahrgangsunterschiede erzählt. Der Markus wollte gerne noch wissen, welche Auswirkungen denn der Klimawandel an der Mosel hat. Ja, also die Auswirkungen des Klimawandels sind schon massiv zu sehen, gerade in den letzten Tagen. Weil wir haben Folgendes, wir haben in dieser Klimawandel an sich, wie ich ihn sehe, ist schon massivst. Wir wissen alle, dass es immer schon einen Klimawandel gab, aber es gab noch nie einen zeitlich so schnellen Klimawandel wie heute. Diese wissenschaftlichen Dinge lassen wir jetzt mal alle weg, die kennt ihr alle. Der Markus will jetzt wissen, wie wirkt sich das auf die Stilistik aus und wird sich auf die Zukunft auswirken. Mhm. Es ist so, es hat sich eher dahin ausgewirkt, nicht so sehr auf die Stilistik der Weine, sondern dass jedes Jahr tendenziell die Frostgefahr, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, steigt wieder, immens steigt. Und das macht mir auch am meisten Sorgen. Auch meine arme Frau, was sie immer mit mir da mitmachen muss. Ich bin sehr, sehr nervös, immer wenn es um diese Frostnächte geht. Da geht es auch um die Existenz. Und das auch noch in der jetzigen Zeit. Und wenn es zu kalt wird, wenn dann alles erfriert, das ist das Schlimmste, was es gibt. Und das ist einfach durch den Klimawandel, haben wir einen früheren Austrieb. Das ist das Erste. Wir haben eine längere Vegetation. Wir haben viel mehr gehäuftere Spitzenjahrgänge. Aber wir haben halt bedingt durch diese niedrige pH-Wertgeschichte und die tendenziell
Hohensäulen, die begründet sind, weil wir einfach sehr hoch sind über dem Meeresspiegel. Wir haben im Durchschnitt, sind unsere Weinberge 290 Meter über N. Wir sind nicht nördlicher wie die untere Moser, stimmt nicht. Wir sind der südlichste Zipfel am Mosesaar und Huber. Wir sind aber am höchsten. Und das spielt uns eigentlich in die Karten. Aber es ist so, ich denke, dass die Gefahr des Klimawandels auch ist, das sagen ja auch viele Wissenschaftler schon, dass wir durch den Klimawandel auch sehr schnell unter Umständen in eine Eiszeit steuern können. Also das ist für mich, also ich bin wirklich, jeder, der mich kennt, weiß das auch, ein Mensch, der nachhaltig denkt. Und ich finde es sehr wichtig, dass ein Umdenken da bei uns allen passiert. Und wenn man das richtig hindeutet, leben wir momentan in einer begnadeten Zeit irgendwo, dass wir viele, viele gute Jahrgänge haben. Wir müssen aber jedes Jahr um diesen Scheißfrost da zittern. Und das wird auch die nächsten Jahre nicht besser, denke ich. Ich denke, damit ist die Frage von Markus ganz, ganz umfangreich und ganz, ganz gut. Ja, aber ich kann sie noch viel umfangreicher beantworten, wenn er mal zu uns kommt, weil man muss das sehen. Man muss das sehen und man muss das fühlen und man muss vor allem vom Herbst, man muss diese Trauben probieren und man muss das begreifen, dass auch wenn wir mal einen Jahrgang kriegen, wo man nur 7,5 Gramm Säure hat, zum Beispiel einen Jahrgang wie 2003, aber dann pH-Wert von 2,7 bis 2,8, das schmeckt dann immer noch, die Säure ist immer noch vorhanden. Also ich habe vor kurzem jetzt noch einen 2,3er Goldkapsel Kracher Himmelreich von Brünn getrunken. Das sind einfach, das ist ein geiler Stoff. Und die Winzer, die damals gesäuert haben, die haben einen riesen Fehler gemacht. Wir haben nicht gesäuert. Ich war 2001, ich war noch nicht in den Betrieb richtig eingebunden, aber ich war 2001, war ich in Südafrika Assistant Winemaker bei Dani de Wet, de Wetzhof. Und da habe ich gelernt, was Säuerung bedeutet. In Südafrika muss man mit Säuerung arbeiten. Man richtig arbeitet auch kein so schlechtes Mittel. Aber an der Saar zu säuern oder an der Mose in einem Jahrgang wie 2,3, da hat man keine Ahnung, wenn man das macht. Und es geht einfach darum, möglichst wenig dazu machen. Und die Top-Erzeuger haben das wirklich gemacht. Und wir sind ja alles Menschen, die sich auch in diese Sache hereinfühlen. Und das ist das Wichtige. Und das, denke ich, habt ihr heute auch bei den drei Weinen probiert und gemerkt. Und vielen, vielen Dank, dass ihr hier am Start wart. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kriege jetzt einfach Durst am Kabinett. Komm, Max, du warst großartig. Tausend Dank. Wunderbar. Gerade trudeln noch so ein paar Nachrichten, Fragen ein. Aber ich glaube, es waren alle sehr, sehr glücklich mit deinen super, super Ausführungen. Man merkt, dass du 1000% für das gibst. Ja. Also Kompliment, schreibt der Thomas, für die großartige Authentizität. Eine wunderbare Entdeckung für mich. Danke, Thomas. Cool. Ganz, ganz, ja, ganz. Freut mich, dass er es entdeckt hat. Erzählt es bitte auch weiter, dass wir Wein machen können, dass das eine große Leidenschaft ist und Philosophie. Ich denke, das kam heute auch rüber. Auch vielen Dank dir, Jenny. Du hast das ganz toll. Sehr lieb, danke. Auch danke an die ganzen DHL-Postboten, die das hinbekommen haben. Das ist auch mit unserem neuen Corona-Held, das sind diese Leute, denen man einfach auch mal Danke sagen muss. Mir hat einer der Chefs von DHL, den habe ich durch Zufall getroffen, hat gesagt, ich muss erst mal in meinem Leben schaffen. Er sagt, warum, du musst erst mal in deinem Leben schaffen. Ja, selbst ich musste da rein in diese Halle. Und weißt du was, ich habe fast nur große Waldpakete und Gewichte heben müssen, weil das ist das, was in den letzten Wochen am meisten versendet worden ist. Da habe ich gedacht, da hast du ja einmal in deinem Leben was auch körperlich gearbeitet. Ja, so ist das. Hier Max, hier gibt es noch ganz, ganz viel Danke an dich. Der Ulrich sagt, die Saar war ihm bisher nicht so bekannt.
sagt tausend Dank jetzt dafür, ja. Nur einer hat keine Lieferung bekommen, um den kümmern wir uns im Nachgang nochmal, versprochen, ja. Ah ja, da hat die DHL dort dann doch einmal versagt. Aber ich weiß auch eine Person, die sehr spät erst bestellt hat, aber das ist kein Problem. Wir können ja auch im Nachgang auf YouTube, ist dieses Video nochmal verfügbar. Ja. Und dann einfach für die Person oder die zwei Personen, die das Paket nicht gehabt haben, probiert das dann nochmal nach oder kommt zu uns nach Oberemmel. Aber ihr habt ja auch gehört und habt ja Gedächtnis, ihr könnt das ja auch behalten, was ich hier heute gesagt habe. Probiert die Weine und denkt daran, das Wichtigste ist mir, das sind einfach Weine, wo man was von trinken kann und die Spaß machen und die einfach Lust machen, ja, mehr. Also Max, ich glaube, du hast hier jetzt gerade richtig, richtig viele, viele Fans gewonnen und beispielsweise der Joachim Götz schreibt, vielen herzlichen Dank für die eindrückliche Präsentation, große Klasse, die Saar hat meine Erwartungen absolut erfüllt. Naja, da bin ich ja froh, wenn die Erwartungen erfüllt worden sind. Also es hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und ich muss sagen, diese Online-Verkostung, da kann einer schimpfen drüber, wie er will. Das ist was ganz, ganz Tolles und das ermöglicht uns allen, dass wir in Kontakt bleiben. Jo, auch der Carsten Faller sagt, ganz herzlichen Dank, das waren wirklich beeindruckende Weine. Ich freue mich schon auf einen Besuch an der Saar. Auch die Andrea Heinzinger, journalistische Kollegin, schreibt, bis bald an der Saar. Ja, alles prima, dann sagt man nur Ziel erreicht und was kann man da euch nur noch wünschen? Also vor allem Gesundheit, bleibt gesund, passt auf euch auf und für die, die es wirtschaftlich momentan nicht so gut geht, dass wir alle zusammenhalten, dass wir anpacken und wir haben, Gott sei Dank, leben wir in einem demokratischen Land. Unsere Regierung macht das ganz gut. Fehler werden immer gemacht, egal von wem, aber wir haben eine große Zukunft und ihr werdet sehen, wir werden alle das große Wirtschaftswunder erleben. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Wir brauchen alle jetzt Geduld, aber wir haben doch so tolle Weine. Und damit kann man sich doch schon mal glücklich trinken und feiern und wir haben tolles Essen. Gehen wir doch alle jetzt demnächst mal wieder gut essen und genießen wir die Kombination von guten Wein und gutem Essen und haben viel Lebensfreude dabei. Max, also, tausend Dank. Wir verabschieden uns. Cheers an die Saar. Grüße an alle um dich herum, an dein Team und auch an das Weingut Margaretenhof in Eil für ihre Gastfreundschaft. Ja, das, wie gesagt, das ist eine klasse Sache und wir konnten hier in dem Fernsehstudio heute vom Margaretenhof sitzen und hier ist auch ein innovativer und toller junger Winzer namens Nico Weber und herzlich willkommen, sage ich nur, dann in der Zukunft an der Saar und ihr genießt noch den Rest an Wein, den ihr da habt. Don't waste wine, ja? Und genießt den Wein und bis dann, hat mich riesig gefreut und war ein großer Spaß mit euch heute diese Online-Weinprobe zu machen. Vielen Dank. Cheers. Bis dann. Ich mache aus.